Akku ist fast leer. Sicher, dass wir heute vloggen sollen? Ja, nächste. Wie ich aussehe. Ja, guten Morgen. Es ist Sonntag, nicht guten Morgen. Wir haben 17.34 Uhr. Wir haben den ganzen Tag gechillt auf dem Sofa und nicht gevloggt einfach. Und jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil wir die Vlogs machen. Sogar die Maus, die Morla oder die Murmel. Ich versuche mir anzugewöhnen, die Murmel zu nennen, weil bei Morla alle schimpfen. Und Murmel hört sich doch süßer an. Aber die hat auch den ganzen Tag geschlafen. Ne? Die hat heute Morgen... Also wir waren den ganzen Tag eigentlich auf dem Sofa, außer 2 Stunden zur Mittagszeit. Da waren wir spazieren, da hat sie im Tragetuch geschlafen. Und ansonsten hat sie nur auf dem Sofa geschlafen. Bei mir, auf Bernd, auf uns allen, auf Smurfy. Smurfy, gehst du vom Tisch? Das ist hier so ein Ding, was wir haben. Ja, gegessen und Kuchen hatte ich gestern noch gemacht. Und jetzt lade ich gerade mal die Videos von gestern aufs Handy, damit ich es schneiden kann, damit ihr gleich, also in 1,5 Stunden, ein Video gucken könnt. Und ich habe natürlich die Waschmaschine angeschmissen. Ganz wichtig, die läuft auch sonntags, die läuft immer. Und die ist jetzt fertig, deswegen hole ich die jetzt mal raus. Die Wäsche. So, das kommt hier rein. Meine Socken da rein. So, dann kann ich, ups, gleich die nächste Wäsche anmachen, Wacker. So, die Maus, die liegt immer noch auf dem Sofa. So, dann kann die erstmal abkühlen, ne? Und zeig mal, wie er da liegt. Die Princess wird bewacht von allen. Er will alles, ne? Ja, er will kuscheln, ne? Du bist fein. Das Murphy hat heute Besuch gehabt zum Spielen, ne? Der Balu war da. Mhm. Das war schön, ne? Die Maus genießt auch mal so einen ganz ruhigen Tag, glaube ich, ne? Die ist richtig zufrieden, so mit ihrem Liegen einfach. Gestern Abend hat sie ihre wilden Minuten gehabt. Ach, Eddie, hör doch auch mal die Uhr zu verstellen. Ich will die nicht verstellen, ich will die ablecken. Ach, da, die riecht nach Fleisch. Ja, ach, guck, das sind jetzt so feste Ohren gezogen. Ah, nein, ich habe nicht feste gezogen. Guck, du hast mir neben die Spritze reinhauen würde. Jo, du kriegst keine Spritzen. Eddie Puppetti. Hm? Sollen wir uns mal auf die Suche nach Essen machen? Hätti, Hunger? Wer weiß, wo Essen ist. Ja, zeigst du mir? Zeigst du mir, wo Food ist? Wo ist der Schrank? Wo ist der Schrank? Hätti, Leckerchen? Zeig komm. Mal. Komm mal mit. Ich muss ausgeben, dann sag ja, mach ich. Mach ich. Komm, ich geb dir was. Ja. Guck mal, wo ist denn dein Platz? Beim Spielen habt ihr den Platz, der immer hier ist, die Decke, hier hingemacht. Komm, ich gebe dir die mal wieder, die Decke. So. So. Okay, Smurfy, ab auf deinen Platz. Super, warte. Hier habe ich ja heute aufgefüllt, deine Leckerchen. Oh, fein. Okay, Frauchen geht jetzt auch auf die Leckerchensuche. Ich habe nämlich richtig Hunger. Krümmel in die Schublade. Ich habe nämlich die Nudeln da reingeschüttet und dann ist die Hälfte in die Schublade geknallt. Haben wir uns ja letztens noch gewundert beim Video. Jelle? Das nehme ich immer nicht. Das finde ich ekelhaft. So. Zack, zack, zack. Eigentlich wollten wir heute... Oh, jetzt ist der Magnet abgefallen hier vom Mülleimer. Oh. Da. Bernd hat da so Magnete dran gemacht, weil der immer aufgeht.
mit doppelseitigem Klebeband. Und der geht in letzter Zeit immer ab. Schon öfter erneuert. Aber eigentlich wollten wir heute gefüllte Paprika machen. Deswegen haben wir die ganzen Paprika hier. Deswegen haben wir schon unsere Burger Patties aufgetaut. Aber wir haben nicht genug Reis. Und deswegen haben wir hin und her überlegt, was wir jetzt zuerst machen. Dann wollten wir erst so einen Schaschlik machen ohne Fleisch. Wollten wir Paprika, Zwiebeln aufspießen und was noch? Weiß ich gar nicht mehr. Paprika, Zwiebeln und halt auch diese Burger-Fleisch-Dinger. Naja, egal. Dann waren wir doch zu faul und haben gesagt, dann gibt es nachher einfach Burger. Hier mit, wir haben hier noch die Burger-Patties. Zwei kleine, zwei große. Ich nehme immer die großen. Bernd und Calvino nehmen immer die kleinen. Und hier haben wir sogar noch eine ganze Packung. Also, ja, gibt es nachher Burger. Hier ist noch ein bisschen Marmorkuchen. Nicht der Hunger schon reingetrieben. Genau, hier ist das Toastbrot. Das muss ich da auch noch schneiden, ne? Und hier ist dieses Brot. Ich habe ja meinen, wie heißt der? Sauerteig reaktiviert und das Brot ist da rausgekommen. Und gestern in dem Vlog habe ich gesagt, der Sauerteig heißt Bernd das Brot, aber eigentlich haben wir den ja Schniedelwutz genannt. Habe ich vergessen. Ja. Achso, kann ich wieder ausmachen. Und auflassen. Genau, die müssen wir nachher noch schneiden. Aber jetzt esse ich erstmal meine Suppe. Die nuckelt an deinem Arm rum. Ja, die ist auf der Suche nach dem goldenen Nippel. Kommt gleich der Nippel. Ich habe euch gestern in dem Blog auch gezeigt, dass hier diese Magnettafeln gekommen sind, diese Wochenpläne für den Kühlschrank oder überall, wo halt Metall ist, kann man die drauf machen. Jetzt haben wir ja noch keine Stifte dafür. Die hast du gerade bestellt, oder? War das heute, als du die bestellt hast? Heute Morgen, genau, weil das müssen ja abwischbare Folienstifte sein, dass wir hier halt den Menüplan reinschreiben können und die Einkaufsliste und die Sonderangebote und unsere To-Do-Liste. Finde ich total praktisch und die Stifte, die sind dann auch hier mit einem Magnet und mit einem kleinen Schwämmchen, dann kann man die direkt daneben anbringen am Kühlschrank oder wo auch immer man das hinkleben möchte. Man könnte sich's ja auch aufs Auto kleben, wenn man möchte. Wo könnte man das noch dran kleben? An Ofen, ja okay. Egal, ihr wisst, was ich meine. Das Prinzip haben wir alle verstanden. Und ja, wir testen das erstmal, die Stifte und so. Aber wenn ihr Interesse daran habt, genauso wie an den Menülisten, diese hier. Also es sind Blöcke mit 25 Blättern. Also quasi ein halbes Jahr kommt man damit aus. Dann ist in der Infobox meine E-Mail-Adresse und dann könnt ihr mir schreiben und dann können wir alle weiteren Details klären, wenn ihr Interesse habt. So, ist das auch gesagt. Und das hier ist immer noch nicht fertig geladen. Naja. Wird sie wach? Die ist die ganze Zeit schon am Mollen. Ja? Die Morla mault. Oder am Knettern in der Buchse. Ja. Er möchte gerne auch mal auf sie drauf, sagt er, die drauflegen. Er wärmt sie. Nein. Er will lieber meine Suppe essen, die ich immer noch nicht gegessen habe. Hast du was gegeben? Ich habe ihm ein Leckerchen gegeben, als er auf seinen Platz gegangen ist, ein ja. Leckerchen. Ein so ein Knochen, also, diese. Ist das ein Witz? Er dachte, er dürfte solche Tüte was aussuchen. Ach so, echt jetzt? Komm, ja, Smurfy. Dann lass gleich zum Burger geben. Oh, jetzt freut er sich schon. Ich habe schon gesagt. Gib ihm jetzt, dann kriegt er gleich nichts. Ja, komm, Smurfy. Komm, wir suchen was aus. Moment. Etty? Komm. Hier ist nämlich die Tüte. Da rennt. Ja, ja, da rennt er. Das weiß er schon, ne? Mach mal da. Geh mal da auf deinen Platz. Deinen komischen Platz oder da. Da schnalle ich ihm immer sein Halsband an, weil ich, wenn ich mit ihm spazieren gehe, dann habe ich ja die Kleine in der Trage und dann kann ich mich so schlecht bücken. Deswegen ist da sein Platz zum Anschnallen. Und hier oben, da in der Tüte, sind die Leckerchen. Und man, Smurfy, ab auf deinen Platz. Smurfy, ab auf deinen Platz. Ach, jetzt ist das dein Platz. Dann wird er immer ganz nervös. Warte. So. Da haben wir dann so allerhand eklige Sachen. Und dann darf er sich da manchmal eins von aussuchen. Okay. Okay, Smurfy. Such dir eins aus. Fein bist du. Welches nimmst du?
Meistens nimmt er so ein kleines Ding da, hier solche Cracker hier nimmt er meistens, die so voll schnell weg sind. Und dann ist er traurig, dass er sich nicht was genommen hat, was länger geht. Ja, genau. Oder er frisst es in der Tüte, um dann direkt noch eins zu schnappen. So, wieder da drauf in Sicherheit, ne? Ja, feiner Smurfy. Komm, nimm das mit rein. Komm. Komm, Smurfy. Komm. Nimm mit. Komm, ab auf deinen Platz damit. Super. Fein. Er hat sich so einen kleinen Kaubiskuit-Ding da wieder ausgesucht. Ich muss jetzt meine Suppe her. Jetzt dann? Er lädt. Lädt. Wir wollten die Knopfhoff-Show gucken. Knopfhoff. Kennt die noch jemand von früher? Wann war das? 80er Jahre oder so? Bis 99 lief die, in 2002 bis 2004. Aber dann waren andere Menschen da, die das moderiert haben, oder? Ja, 86 bis 99. Echt? Und dann 2002 bis 2004. Boah. Das war halt so in meiner Kindheit. Voll cool. YouTube macht's möglich, ne? Wie die alle noch aussahen. 20 Jahre, ja. Das habe ich total gerne geguckt als Kind. Ich auch nicht. Noch. Aber man kann sich schon auf vielfältige Weise fortbewegen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie sticht sich die Augen aus, damit du den hässlichen Menschen nicht mehr sehen musst. Ja. Hier ist was los. Ihr habt gesagt, ihr seid alle hässlich. Ich kann euch nicht ertragen, ich steche mir jetzt die Augen aus. Ja, was redest du denn? Voll schlimm. Ja, mich. Ich wollte eigentlich mit dem Vlog reden. Ja. Das war oh, und dann habe ich ja Punkt. Muss mal gucken, habe ich auch offen oder was ist. Ja. So sieht die Realität aus. Privater Sonntagseinblick. Ist sie wieder eingeschlafen? Kannst du mal... Schläft die wieder? Ja, die Augen so verdreht so und so guckt sie so. Ja, die ist den ganzen Tag am Schlafen. Wir haben gesagt, wir machen heute einen Gammelsonntag und da hat die Maus ganz ernst genommen, uns beim Wort genommen. Ja. Soll ich hier Blätter haben für dann? Ja, ich nehme Salatblätter für und meinen nicht klein geraspelt. Nein, nicht klein geraspelt, dann fallen die immer so raus. Das ist voll. So, ich will nicht picken, mein Burger. Nein. Ja, und jetzt würden wir uns verabschieden vom Vlog, ne? Von unserem privaten Sonntags. Ja. Familienvlog. Hast du noch geschafft, dein Spontan-Set? 8 Minuten zu spät. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch das aufgefallen ist am Sonntag. Jetzt, ja. Toll. Dass der Vlog gestern. Ach, gestern. Ja, also für die Leute, morgen kommt dieses, was ich jetzt filme. Mann, das ist verwirrend alles mit den Daily Vlogs, die immer einen Tag später kommen. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare. Daily Vlog, ich kaufe einen Blog. Karine, die habe ich gefunden auf der Straße. Leg die mal weg. Jetzt ist das auch noch rausgekommen in der Öffentlichkeit. Jetzt wissen die Leute Bescheid. Was ich, wenn ich Pfand finde, nehme ich es mit. Hab einen Kackbeutel und ab dafür. Hab 1,50 heute Morgen gefunden, dann nehme ich mit, spüle ich aus, desinfiziere ich und dann bringe ich es weg. Ja. Ja, sparsam. Wir müssen ja auch irgendwas sparen. Irgendwas muss ich ja auch leben. Ja, dann gönne ich mir jetzt mal was putzen. Was gönnst du dir denn von deinen 1,50 Euro? Letztes Mal habe ich das zwei Jahre alles gesammelt und gespart, hatte ich ein bisschen Geld da und mir einen PC kaufen. Da hast du wieder ein Projekt, haben wir das davor ausgegeben. Was denn, war ich schwanger, weil ich schwanger werden wollte? Ja, du, weiß ich nicht, das ist schon länger her. Weißt du nicht mehr, da ich schon Geld für PC, da war wieder irgendwas. Ja. Da habe ich wieder zusammen gespart, da war wieder irgendwas. Ja, ja. Jetzt sammelt er wieder Pfand. Ja. Und gönnt mir dann was davon. Ja. Ach, Smurfy, ist doch gut. Und wir haben uns heute gegen Calvino, lass deine Ohren bitte, gegen einen zweiten Hund entschieden. Das war echt schon sehr aufregend, mit zwei Hunden zu laufen. Ne? Ja, sie noch. Über Kreuz laufen ja, mussten. Aber man muss dabei sagen, die kennen sich nicht so gut, die Hunde. Und das ist dann auch spannend. Ja, ne? Macht er aus dem Fernseher, Kalle. Der will den Büffel reißen da.
Ja. Man spielen die natürlich, man hat aufgedreht, die Hunde. Pinkeln im Laufen. Pinkeln im Laufen. Aber wenn man jetzt selber einen Hund hätte, aber die Leute wissen ja gar nicht, wir waren nämlich vorgestern kurz davor, uns einen zweiten Beagle zu holen. Das haben die ja gar nicht mitbekommen. Hat er dich erzählt? Nein. Dass wir auch gesehen haben von einer Beagle-Dame. Die hieß Livy. Livy, knappes Jahr alt und zuckersüß. Sind sie alle, die Beagle-Schnäuzer, ja. Generell? Die war nicht mal knappes Jahr alt, die war von August. Ja, und die tat uns halt so leid, die war im Tierheim, weil Herrchen und Frauchen wohl keine Zeit plötzlich für den Beagle mehr haben. Ja, die hatten den nicht lange. Klar, weil der ist ja noch nicht alt. Und dann haben wir gesagt, komm, unser Herz hat so viel Platz, noch so viel Liebe für noch einen. So, und dann, heute war halt ein Hund zu Besuch für 2 Stunden. Wir waren auch mit dem spazieren. Aber beides junge Hunde, Murphy und Baloo. Das hat auch geklappt alles, aber der ist natürlich... Also sind die beide so gespielt, bisschen immer an der Leine und gezogen, vermehrt und so. Aber es sind natürlich jetzt nur Spielkameraden gewesen und nicht... Kämpfkameraden. Nicht so fest zusammen, beziehungsmäßig. Nur so ein bisschen Petting. Mach, Bernd. Und deswegen, wenn jetzt ein Hund hier leben würde, das würde sie ja irgendwann legen. Die würden ja nicht mehr nur spielen. Ja, egal. Jedenfalls gibt es erstmal keinen zweiten Hund. Gut, meine Lieben. Jetzt versuche ich nochmal, mich vom Vlog zu verabschieden und würde sagen, bis morgen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Voll viel? Wo viel Öl da drin gewesen, warum ist er da jetzt? Ja, die sind anders jetzt, die Patties, als damals. Ja,